glaube ich, kein Symbol. Das nächste Symbol wäre hier hinter. Also da hinten irgendwo ist eins und ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung wir müssen als erstes. Ich glaube, wir müssen da echt runter. Was natürlich ziemlich gefährlich ist. Nicht. Toll, jetzt habe ich das alles wieder von vorne machen. Also Trankkugeln. Nummer 1, wir holen den Trank. Nummer 2, wir berühren dieses komische Symbol, weil wir hoffen, dass uns das hilft. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Nummer 3, wir wählen den Hammer aus. Nummer 4, wir springen auf dieses Ding hier und machen alles platt, was wir finden. Muscha, Muscha, Muscha. Muscha und Muscha und Muscha und Muscha und Muscha und Muscha. Das soll erstmal reichen. So. Numero. Weiß ich gar nicht, mit welchen sind wir? 5? Wir versuchen hier rüberzukommen. Muscha. Nein, warum bist du nicht gesprungen? Nummer 6, wir sterben? Und gucken uns die Gegend an dabei. Okay. Nochmal von vorne, aber wir haben es ja heute. Also, Trank holen. Wir holen den Trank. Wir berühren das Symbol. Und dabei springen wir ein bisschen, weil wir es können. Ja, wir müssen lustig angehen. Ja, genau. Berühren mal das Symbol. Ja. Oh, das ist mal wieder sowas von Unsinn. Ich nehme den Hammer. Ja, ich finde den Hammer toll. Den Hammer-Hammer. Den Hammer-Hammer. Seit wir den haben, benutzen wir ihn natürlich auch. Ist natürlich sinnig, dass wir ihn benutzen, denn er ist der Hammer. Gut, runter da. Oh, scheiße. Ja, das hättest du auch gleich machen können. So. Lage checken. Da ist einer. Putsch. Und rauf da. Und schnell rüber. Ich weiß, dass wir da rüber müssen. Und drücken. Und... Uff. Und jetzt müssen wir... So, oh, da ist noch einer. Putscher. So, pass auf. Ich muss hier schnell wieder rüber. Es hilft echt, wenn man so ein bisschen die Strecke überspringt. Jetzt müssen wir wieder rauf. So viel ich weiß. Dann wir jetzt erstmal wieder hier rauf. Keine Chance. So. Ja, und nun? Da hinten haben sie uns nicht weitergebracht. Ich bin gerade echt am überlegen. Da ist ja noch so ein Poddel. Ich glaube, wir müssen auf den Poddel springen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das da oben von da oben oder von da unten schaffen. Wenn wir es tun, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Ich kletter hier erstmal wieder runter. Weil mir ist das ehrlich gesagt zu gefährlich, dass ich das Ganze jetzt... Ach, lass los. Lass den Balken los. So. Also, ihr wisst, was ich mache. Ich will darauf springen. Dann daran springen und hoffen, dass ich überlebe. Nein, du sollst den Hammer nehmen. Du sollst den Hammer nehmen. Kannst du das nicht? Scheiße, sie kann den Hammer von hier oben nicht nehmen. Alter Schwede. Ich hab doch eh gedrückt. Ah, okay, jetzt haben wir wieder was gelernt. Mit dem Hammer können wir von da oben nicht schießen. Das ist ein Kase aber. Ja. Das Prozedere kennen wir ja schon. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt alle Symbole finden würde. Flug, fass das Ding mal an. Danke. Aber wir können es ja wenigstens probieren. So. Ja, super. Nimm mal den Hammer.
Putsch. Putsch. Das ist echt toll, dieses Teil. Aber schade, dass man das nicht so an der Wand machen muss. Da muss ich mir was anderes überfallen lassen. Weil ich mir gerade auch echt einfallen muss, ob das der richtige Weg war. Ich gucke mir es nochmal an. Also von da wären wir dahin. Dann wären wir bis da vorne. Dann wären wir auf dieses Ding da wahrscheinlich gekommen und könnten da vorne hoch. Muss ich noch irgendwas machen? Ach nee. Also ich überlege mir gerade den Weg. Weil wenn ich da vorne, könnte ich auf das Ding rausspringen und könnte auf das da auch rausspringen. Das müsste auch klappen. Wutsch. 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 Ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich gerade so ein bisschen im Kopf überlege. Okay, dann wären wir nämlich schon mal da drüben. Auf dieser Plattform, die meines Erachtens nach einer beweglichen aussehend. Flutsch. Das wird nicht gerade nett. Da vorne. Rutsch. Boah, diese dicken Dinger auch noch. Okay. Pff. Kann man da vorne lang klettern? Ja, wie würde ich denn da hinkommen? Seht ihr das? Da vorne? Der Vorsprung? Alter, wo ist das Ding? Verschwinde. Ja, ich bin ja immer im Überlegen, wo ich was am besten mache. So, ich will jetzt aber trotzdem erstmal hier runter. Und... Nein, ist das Wasser fallen! Ich bin vorwärts genau. Och, Mann, du bist doch echt dämlich, Süße. Jetzt habe ich zu lange überlegt. Daran wird es liegen. Ich ziehe jetzt einfach durch. Und wenn ich nicht alle Symbole finde, dann möge es mir verziehen sein. Ich versuche es wenigstens. Wir gehen mal ein bisschen an mit unseren Fähigkeiten. Ja, los. Berühre das Symbol. Danke, Süße. Spring auf den Pfeiler. Nimm den. Nimm das Hammerchen in die Hand und mach Busche. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen wieder. Putsch. Da ist auch schon der nächste Putsch. Ja. Puh. Da will ich erstmal rüber. Und ich traue dem Frieden halt nicht so lang. Sag ich doch Putsch. Okay, jetzt versuche ich es mal. Drück das Ding! Bevor hier irgendwie hier jemand. So. Ich traue dem Geschichte ja nicht. Ah, da. Siehst du? Und da läuft auch einer. Der kommt aber gleich zu uns. Ich zumindest. Da. Putsch. Ah, toll. Da hinten ist gleich wieder so ein Monster-Ding. Das ist ja mal wieder klasse. Na komm. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt sie von allen Seiten an hier. Ich muss da noch rüber. Usch. Springen mir jetzt ein bisschen den Weg frei. Ich warte jetzt mal drauf. Ich überlege gerade, ich müsste da. Ich bin gleich da. Wo? Ach Gott, ich habe so eine Angst. Ich mach's jetzt einfach. Ich muss da ran, ich muss da ran, ich muss da ganz schnell lang. Ich darf mich nicht großartig aufhalten. Jetzt muss ich nach hinten und da hoch. Und Hammer in die Hand nehmen. Okay, das hat ja schon mal fantastisch geklappt. Ja, da ist der Messer. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, was da passiert, wenn ich das Ding jetzt besteige. Fast andenken, dass da gleich das Ding runterfällt. So, dann mache ich das doch platt mal. Ich glaube, das ist ein Kuh.
Wieso ist da ein Kuh? Was bringt das mir? Ich guck mal nach, was dieses Kuh mir bringt. Ich denke jetzt nämlich nach. Also, das Kuh wird ja nicht zufällig hier sein. Gucken wir mal, wo könnten wir theoretisch hinspringen? Da können wir nicht hinspringen? Da hinten hinspringen? Ja, ich weiß, da muss ich wahrscheinlich gleich schon wieder irgendwie was machen, aber... nein. Das wäre ja sinnig, wenn wir das da hinten hinkommen würden. Aber das scheint nicht so. Okay, dann lassen wir es mal lieber. Ich spring mal lieber wieder zu. Weil... ich sehe hier nichts. Wo ich mich da. Also außer da vorne. Das ist mir zu unsicher, Leute. Ich springe jetzt erstmal wieder zurück. Und mach mich mal hier ein bisschen lang. Mann, das ist die falsche Richtung, Schatz. Soll jetzt darauf springen. Nein, das ist immer noch falsche Richtung.